Hallo Kackbratzen. And it is from Rare. That's right, Rare. The same guys that brought you GoldenEye, Game of the Year in 97, and Banjo-Kazooie, Action Game of the Year in 98. Woo-hoo! So strap in, get in, and get funky as Hot News 64 takes you deep inside the splatter be splattered baddest bugs in the universe, science fiction action game of the century. You guys want to see this? Die 90er Jahre waren definitiv wilde Zeiten und das nicht nur wegen der unzähligen Koksnasen, die ganz offensichtlich eine Line zu viel genommen haben. Aber gut, Zeiten ändern sich. Ich war nie wirklich ein großer Freund der N64. Es gab zwar eine Handvoll guter Spiele, aber so wirklich der Brüller war dieses Videospielsystem nicht wirklich. Ich kann bis heute den Controller auf den Tod nicht ausstehen und wenn es dann darum geht, einen eigentlich sehr guten Klassiker nach über 20 Jahren erneut zu spielen, dann drehen sich bei mir die Nasenhaare auf. Yo, listen up! We will not live in a two-dimensional world! Es wird ja immer wieder behauptet, dass man mit der N64 einen unglaublich großen Beitrag geleistet hat, um diesen 3D-Kram auf Telespielsystemen erst so richtig salonfähig zu machen. Aber in Sachen Benutzerfreundlichkeit hat man hier bei Nintendo meiner Meinung nach komplett versagt. Und ja, der Controller der PS1 hatte zu Beginn nicht mal einen Analognippel und die Steuerung von ca. 75% aller Spielen mit aufwendigen 3D-Welten war so schön wie Sand in den Augen, aber zumindest schmiegte sich der Controller der Hand an und verursachte nicht schon nach 10 Sekunden brennende Schmerzen. Gute Freunde kann niemand trennen. Und eigentlich wollte ich mich heute auch nicht darüber beschweren, wie sehr ich den Controller der N64 hasse, sondern ich wollte ein wenig über Jet Force Gemini plaudern, was aber am Ende dieselbe Sache ist. Ganz so schlimm war es vielleicht doch nicht, aber es war zumindest hart an der Grenze. Die Entwicklerbutze Rare hat sich mächtig ins Zeugs gelegt, dass dieser niedliche Third-Person-Shooter nicht in die Hose geht. 2 Jahre hat man an dem Ding rumgeschraubt, bis es dann endlich im Oktober 1999 erscheinen konnte. Alter Falter, die letzten 25 Jahre sind wie im Flug vergangen. Wer aber trotzdem keinen feinfühligen Finger hat, wird arge Probleme haben, seine Feinde auch präzise aufs Korn nehmen zu können. Vielleicht liegt es auch an meinen Kackbratzen, aber zu Beginn hatte ich ein wenig mit der Steuerung und der Kamera zu kämpfen. Die Story von Jet Force Gemini ist relativ schnell erklärt. Man schlüpft in die Rolle gleich 3 verschiedenen Weltraumpolizeipolizisten, die Geschwister Juno und Vela, samt ihren Wauwau Lupo. Aus dem unendlichen Weiten des Weltraums wanzte sich der Alien-Insekten-Diktator Smicer mit seiner Ameisenarmee an, um alles, was nicht auf mindestens 6 Beinen durch die Gegend läuft, zu zerstören. Gerade noch so mit Ach und Krach konnten sich unsere Helden auf einen einst friedlichen Planeten namens Goodwood retten, der leider schon von Smicer übernommen wurde. Das Ziel ist es nun, alle Ameisen ins Jenseits zu pusten, die versklavten Koala-Ureinwohner zu retten und dann am Ende dem Insektendiktator mächtig in seinen Arsch zu treten. Das Spiel beginnt eher langsam, wohl auch deswegen, damit man sich erstmal an die Steuerung gewöhnen kann und die Kamera in den Griff bekommt. Während man durch die Level läuft, kann man auch gleichzeitig ohne zu zielen aus vollen Rohren ballern. Eine kleinere Zielhilfe sorgt dafür, dass die meisten Kugeln auch den Feind treffen, solange man in die ungefähr richtige Richtung ballert. Einige Gegner wie etwa die grünen Scharfschützenameisen verlangen aber jedoch, dass man in eine herangezoomte Perspektive wechselt, in der unser Charakter leicht durchsichtig wird und wir unsere Feinde manuell aufs Korn nehmen. Es ist ein höllischer Spaß, denn die Insekten zerbersten in 1000 Stücke und man kann deren Überlassenschaften sogar einsammeln, um damit dann einige Boni freischalten zu können. Aber für ein Spiel, das so einen unheimlich putzigen Eindruck macht, ist es herrlich brutal und bösartig. Allerdings wird man nach wenigen Augenblicken feststellen, dass ein Dauerfeuer vielleicht nicht die beste Art ist, wenn man ein Level auch einigermaßen optimal beenden möchte. Erstens hat man keinen unendlichen Kugelvorrat und die Standardwaffe verliert beim Dauerfeuer auch ihre Schnellfeuerwirkung. Es gibt da aber noch ein Ding, das weitaus schlimmer ist. Es ist durchaus möglich, dass man die kleinen Koalabären, die man eigentlich retten soll, ebenfalls in Hackfleisch verwandeln kann. Das kann entweder in der Hitze des Gefechts völlig unabsichtlich passieren,
Oder man stellt sich vor sie hin und testet mal aus, wie viele Kugeln sie eigentlich verkraften können, was ihr sadistischen Kackbratzen aber unbedingt unterlassen solltet. Aber für die Statistik kann man festhalten, dass ein durchschnittlicher Koala ungefähr das Vierfache an Kugeln verkraftet als eine Ameise. Und wie vorhin schon erwähnt, ist Jet Force Gemini ein absolut bösartiges Spiel. Denn wer glaubt, dass man die drolligen Koalas wegen eines Fehlers ins Jenseits sprengen kann, hat wohl nicht die Rechnung mit den Entwicklern gemacht. Denn wie auch schon bei den normalen Feinden, kann man abgeschossene Köpfe der putzigen Bären ebenfalls in seine Trophäensammlung aufnehmen. Im Spiel gibt es eine Menge Abwechslung, was Gegner betrifft. Abgesehen von den normalen blauen Ameisen, die nach schon gut zwei Treffern platzen, und den leicht stärkeren Scharfschützen, gibt es noch Gegner mit kleineren Schilden, Gegner mit großen Schilden, fliegende Roboterdrohnen, die einem auf den Sack gehen, und natürlich kleinere Bosse und mit Meißer einen ziemlich schweren Endboss. Und wenn ihr nicht literweise Lack gesoffen habt, dann habt ihr sicherlich schon erraten, dass es nicht nur viele verschiedene Gegnertypen gibt, sondern auch eine schöne Auswahl an Waffen. Das Maschinengewehr oder auch die kleine Plasmapuste werden euch die meiste Zeit im Spiel durch dick und dünn bringen. Einige Gegner ertragen allerdings etwas mehr Schmerzen, weshalb man ihnen gerne mal mit einer relativ nutzlosen Plasma-Schrotflinte oder einem Raketenwerfer ins Gesicht ballern darf, und vor allem Gegner mit einem Schild verlangen den Einsatz von Granaten oder Minen. Manchmal ist es auch das Level-Design, das euch zum Wechsel der Waffe zwingt. Man hat in dem Spiel beinahe an alles gedacht und auch richtig gemacht. Für jeden Topf gibt es jedenfalls den passenden Deckel, und das Piu 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 bereitet durch die Bank einen Heidenspaß. Man sollte eben nur darauf achten, dass einem auf halbem Weg nicht die Munition ausgeht. Wer aber seine Glubscher offen hält, wird in manchen Ecken des Level einige Nachschubkisten finden. Trotzdem sollte man nicht allzu verschwenderisch mit seiner Munition umgehen. Die meisten Gegner sind auch in etwa so schlau wie 3 Meter Feldweg und sollten im Prinzip kein großes Problem sein, da sie eher wild durch die Gegend laufen und nur darauf warten, in Hackfleisch verwandelt zu werden. Die Drohnen sind da schon etwas schlauer, warten auf den Spieler und bleiben auch mehr oder weniger an Ort und Stelle. Das Spieltempo ist anfangs relativ flockig, aber sobald man das erste Mal auf Meißer trifft, ändert sich alles. Sobald alle 3 Mitglieder eurer Weltraumpolizeipolizistentruppe wieder vereint sind, kann man alle bisher besuchten Level erneut besuchen. Kann ist allerdings das falsche Wort. Richtig wäre muss. Und das hat einen guten Grund. Ein jeder unseres Teams verfügt über ganz eigene Spezialfähigkeiten. Juno kann über Lava laufen und läuft gerne mal auch durchs Feuer. Vela schwimmt wie ein Fisch durchs Wasser und atmet dabei heftig durch ihren Darmausgang aus. Und der Flohzirkus im Team kann dank seines Jetpacks über kurze Distanzen fliegen. Spätestens jetzt wird man feststellen, warum man beim ersten Durchlauf einige Stellen im Level nicht betreten oder erreichen konnte. Dieses leicht nervige Backtracking ist leider unausweichlich, denn auch wenn man uns am Anfang gesagt hat, dass man so viele Koalas wie möglich retten muss, war das nicht ganz richtig. Wer auch das allerletzte Level freischalten möchte, der muss alle Glücksbärchen retten, und leider verstecken die sich auch ziemlich gut, wenn man sehr große Tomaten auf den Augen hat. Teilweise befinden sie sich auch in Räumen, für die man erstmal einen Schlüssel finden muss. Ich mag mich vielleicht täuschen, aber auch wenn das erneute Durchspielen alter Level einem ein klein wenig auf den Sack gehen könnte, fühlt man sich bei einem erneuten Besuch um einiges stärker, was vermutlich daran liegt, dass man in seiner Hosentasche nun auch viel mächtigere Wummen hat. Wem die Schnitzeljagd am Ende zu Kopf steigt, der kann sich im Interwebs auf die Suche nach einer Komplettlösung begeben. Hat man endlich alle großen und kleinen Bären sowie alle Raumschiffteile gefunden, darf man sich auf den endgültigen und ziemlich finalen Endkampf gegen den Oberschurken freuen. Man muss nicht unbedingt sein Arsenal bis auf das letzte Fitzel aufgerüstet haben, aber man spart sich dadurch ein wenig mehr Zeit, da der Boss ein regelrechter Kugelschwamm ist. Der Kampf gegen den Endgegner ist jetzt vom Prinzip her nicht ganz so schwierig. Im Grunde muss man eigentlich nur seinen Schüssen ausweichen und im richtigen Moment auf den Feuerknopf drücken. Insgesamt ist aber der finale Kampf ganz spaßig und sollte nicht allzu viel Kopfschmerzen bereiten. Für ein Spiel, das nun ein Vierteljahrhundert auf den Buckel hat, macht Jet Force Gemini auch heute noch eine absolut erstaunlich gute Figur. Die Farben ploppen aus dem Bildschirm heraus, die Lichteffekte sind großartig und auch das Design der Charaktere und Feinde ist trotz der wenigen Polygone einfach grandios. Und die kleinen Koalas oder was auch immer die Bären darstellen, muss man einfach nur in sein verrottetes kleines Herz aus Stein schließen. Auch das Level-Design ist umwerfend und voller Details. Man rennt durch Schläuche und plötzlich erreicht man größere Areale, in denen man von Feinden umzingelt und auch blitzschnell über den Jordan geschickt wird.
Rare hat hier wirklich eine sehr feine Arbeit erster Kajüte abgeliefert. Fast noch besser ist aber der Sound. Die Musik ist einfach meisterhaft und der Soundtrack gehört wohl zu den besten, die ihr je auf eure komplett verschmalzten Lauscher bekommen habt. Leider oder zum Glück gibt es keine Sprachausgabe, weshalb man selbst die ellenlangen Texte lesen muss. Wer will, kann das gerne mit verstellten Stimmen tun. Überraschenderweise gibt es sogar einen Mehrspielermodus, der jetzt aber nicht unbedingt überzeugen kann, mal abgesehen von dem extra freischaltbaren Rennspiel. Im Grunde dreht sich der Standard-Mehrspielermodus um das klassische Deathmatch-Geplänkel, das von Natur aus an der eher störrischen Steuerung und Kamera scheitert. Wer will, kann sich auch im Zielübungsmodus austoben, aber auch das ist jetzt nicht unbedingt etwas, womit man viel Zeit verbringen möchte. Eindeutig lustiger ist der kooperative Mehrspielermodus. Hier übernimmt ein Spieler den Hauptcharakter, während der zweite Spieler mit dem billigen Drittherstellercontroller den kleinen fliegenden Roboter namens Floyd steuern darf. Da der kleine Robo natürlich bewaffnet ist, kann man seinen Spielsklaven als strategischen Partner einsetzen, da sich Floyd hervorragend dazu eignet, nervige Scharfschützen aus der Ferne auszuschalten, ohne dass man seine eigene Haut riskiert. Meiner Meinung nach gehört Jet Force Gemini zu den besten Spielen, die man auf dem N64 finden kann. Wie bei allen Shootern auf dieser Konsole ist die Lernkurve relativ hoch. Unbeholfen wird man zu Beginn häufig gegen Wände laufen und mit der Kamera zu kämpfen haben, während einem die Gegner Löcher ins Fell ballern. Aber irgendwann gewöhnt man sich an die Schmerzen und wird sehr viel Spaß mit dem Spiel haben. Das Backtracking kann einem auf den Sack gehen, da man hier immer das Gefühl hat, dass den Entwicklern die Lust ausgegangen ist, mehr Level zu entwerfen und so schamlos das Design wiederverwendeten. Trotzdem wird man mit dem Spiel eine Menge Spaß haben und sollte man den Titel nicht in seiner Sammlung finden, muss man nicht mal eine Niere verkaufen. Entweder wirft man 30 Kröten in Richtung Nintendo und holt sich für die Switch sein PS Plus Abo, oder legt etwa die gleiche Summe Geld auf den Ladentisch bei eBay und schnappt sich eine gut erhaltene Version inklusive Packung. Weniger ist natürlich auch möglich. Wer will, kann natürlich auch sein Glück in Romhausen versuchen, aber man sollte sich dann nicht von den Nintendo-Anwälten erwischen lassen, die unheimlich gerne Waterboarding mit euch spielen möchten. Wer ein N64 hat, kommt um Jet Force Gemini nicht herum. Es ist eines der besten Spiele für dieses System. Man sollte aber darauf achten, dass man einen gut funktionierenden Controller hat und Geduld kann auch nicht schaden. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.